Liebe Leute, wie die meisten von euch wissen, ich bin jetzt in Japan, deswegen diesmal eine Art Vlog, aber in meinem Stil. Damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir noch ein wenig Hilfe dazu geholt. Kagebunshi no Jutsu! Kagebunshi my ass, ja, Alter! Was für eine scheiß Idee! Oh, ja, chill deine Base. Mach mal hin, Mann! Was ein Auftritt! Naja, wir wollten euch ein wenig von unserem Alltag erzählen. Und ich denke mir einfach mal, fang doch einfach an. Kann ich machen. Ich wach auf, ich putze die Zähne, ich gehe raus, dann gehe ich runter. Dann habe ich vergessen, dass ich die Tür abschließen muss und gehe wieder hoch. Packe ich den Schlüssel rein, funktioniert nicht. Dann andere Seite. Ey, yo, doch nicht so. Ich fange einfach mal an. Liebe Leute, meistens beginne ich meinen Tag mit einem kleinen Frühstückchen, was ich mir aus einem Konbini gönne. Meistens ein schönes Bento. Das ist auch schön fürs Auge. Dann mache ich mich auf den Weg und laufe ein wenig durch eine Gegend, die ich mir vorher rausgesucht habe. Zum Mittag bis Nachmittag schaue ich mir gerne Sehenswürdigkeiten an. Am liebsten Gärten, Tempel. Ich mach mal weiter. Was? Klappe. Ich gönne mir morgens erstmal diese geilen Onigiri, Alter. Günstig und in verschiedensten Sorten oder so Sachen, von denen ich keinen Plan habe, was sie überhaupt sind. Dann geht's erstmal voll ins Gemetzel, viele Leute, viele Stores und Center. In Akihabara erstmal schön die Anime-Läden durchstöbern und dann ist es irgendwann auch schon Abend. Und da schauen wir am liebsten Parks und Schreine und Tempel. Seht mal! Was du kannst, kann ich schon lange. Schnitt. Zum Abend geht's dann erst richtig los mit dem Krawums. Dann will ich nämlich in eine Bar. Allein oder was? Ich jedenfalls. Ich find's viel schöner, irgendwo entspannt zu sitzen und Musik zu lauschen oder Attraktionen anzuschauen. Naja, wir werden uns nicht ganz einig, aber es gibt ja auch mehr Seiten von Tokio. Trotzdem ist mein Alltag viel cooler. Nein, meine. Nee, meiner. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay, ey. Doch. Oh, sorry. Hey Leute, wie ihr wisst, ich bin erst seit ein paar Tagen in Tokio. Sorry, wenn das jetzt nicht der krasseste Vlog war, aber es sollte ja auch irgendwo eine Art Urlaub für mich sein. Und ich wollte es in einem eigenen Stil machen. Lasst uns doch gern wissen, wie ihr diesen Stil findet. Ich habe auch schon ein paar Ideen für zukünftige Vlogs, die auch in einem etwas anderen Stil sein werden. Und schreibt uns doch gerne, ob ihr die altbekannten Vlogs lieber habt oder auch offen seid für so andere Richtungen. Für die Musikliebhaber unter euch, es wird wie versprochen auch ein Musikvideo kommen, liebe Leute. Das Audio ist nämlich schon fertig und das wird echt bombastisch, das kann ich schon versprechen. Und das Video muss natürlich gemacht werden, das passiert dann hier im schönen Japan, wie ihr seht ja, sehr schönes Japan, sieht man sehr viel. Jedenfalls, liebe Leute, wenn ihr mehr von Tokio und Japan sehen wollt, aus meiner Sicht heraus, ich poste das meiste tatsächlich auf Instagram. Da geht es ziemlich schnell und auch einfach, einfach so eine Insta-Story, ich mache momentan sehr viele Insta-Stories, wo ich auch laber, bla bla bla. Und auch ins Feed, ganz viel Essen und so weiter. Also, wenn ihr mehr und näher dran sein wollt, folgt mir gerne auf Instagram, das ist in der Beschreibung. Wenn ihr sagt, nee, es sollte auch hier auf YouTube viel mehr Vlogs dazu geben, lasst es mich gerne wissen. Ich weiß einfach nicht, wie viele von euch mehr von Japan und Japan-Vlogs sehen wollen. Und deswegen passiert das meiste da erstmal auf Instagram und hin und wieder kommt so ein Video raus. Liebe Leute, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es hat mir auch Spaß gemacht, mit diesen Idioten hier ein wenig zu arbeiten. Auch wenn der gute Mann manchmal keine Manieren zeigt. Ich werde meine Zeit hier noch genießen. Es werden wahrscheinlich noch ein paar schöne Videos da auf euch zukommen. Vielleicht auch sogar mehr als einmal die Woche. Und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen und dass wir uns wahrscheinlich nächste Woche oder sogar früher wiedersehen. Liebe Leute, alles Gute, Peace!